Guten Abend, herzlich willkommen zu diesem Talk über, ja, wie spricht man es aus, T-Max oder T-Mux? Nachdem er in Deutschland sind, T-Mux. Ah, T-Mux. Ja, als ich hier den Titel gesehen habe, habe ich mich sofort erinnert gefühlt an einen Talk, der mal auf der DEFCON kam. Da war so ein alter Hase, der hier ein Spielchen mit dem Publikum gemacht hat, hat immer so Screenshots von irgendwelchen random Leuten und ihren Bildschirmen gezeigt und man sollte raten, wie tech-savvy die Leute sind, und der absolute Lead-Hacker war dann quasi derjenige, der zwei Shells gleichzeitig offen hatte. Heute lernen wir vielleicht, dass quasi die nächsthöhere Stufe ist, dass man nur ein einziges Fenster offen hat. Darüber wird uns heute Abend der Lyra berichten. Kennt sich damit anscheinend sehr gut aus, wie er mir schon erzählt hat. Und ich bin sehr gespannt. Ich bitte um einen kurzen Applaus und dann kann es losgehen. Dankeschön. Schönen Nachmittag, also nach unserer Zeitrechnung. Ne? Es geht hier um T-Mux, ja, mit einem leicht provokanten Untertitel. Werden wir jetzt gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ich bin der Lyra, also auf Twitter sowohl als auch auf Mastodon unter @Lyra erreichbar, falls jemand darüber twittern oder tuten, glaube ich, heißt das jetzt, will. Der Hashtag da wäre für die Veranstaltung GPN18. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ja, ich spreche Deutsch, also sort of. Falls ich unverständlich sein sollte, was wiederholen sollte, bitte jederzeit unterbrechen und fragen. Mein wunderbarer Herald für Zwischenfragen kommt dann mit dem Mikrofon, dass wir die Fragen auch auf dem Stream haben. Ihr dürft mich gerne jederzeit unterbrechen, irgendwie bemerkbar machen, und ich spreche vielleicht noch den Satz zu Ende und dann nehme ich eure Frage gerne an. Für Fragen, damit ich euch ein bisschen motiviere, damit ihr nicht einschlaft, ich habe mitgebracht Mannerschnitten aus Wien. Die sind vegan, also nein, ich hatte schon Beschwerden, habe früher Schokoschirmchen gehabt, die waren aber nicht vegan, deswegen jetzt sind mittlerweile auch, habe ich jetzt was Veganes mit. Das heißt, für eine Frage gibt es auch eine kleine Belohnung, zumindest 2, 4, 10 Belohnungen, 10 Fragen. Immer nur herein, es ist noch Platz. Das ist nicht der Linus, das ist nicht Logbuchnetzpolitik. Gut, sprechen möchte ich über T-Mux. T-Mux ist, wenn wir über T-Mux sprechen, müssen wir über, da sind jetzt die Slides durcheinander gekommen, müssen wir auch über Terminals sprechen. Ein Terminal oder im deutschen Sprachraum auch genannt Datensichtgerät, wie es so schön heißt, ist also ein Benutzergerät zur Eingabe und Anzeige von Daten. Terminals wurden entwickelt, um die alten Fernschreiber, also abzulösen. Das war quasi eine Schreibmaschinentastatur, wo auch die Rückmeldung vom Computer auf Papier ausgegeben wurde. Haben wir jetzt noch immer als Reminiszenz auch in unseren Linux-Systemen unter der Abkürzung TTY für Teletype, schleppen wir das also auch schon seit den 60er, 70er Jahren mit. Dann muss ich neben Terminals auch über Multiplexer sprechen. Wer also so meine Altersgeneration ist, also, oh je, schaut schlecht aus in dem Raum, kennt das vielleicht noch, das war sogenannter Konsolen-Multiplexer, also wer so eine alte Atari-Konsole oder so hatte, konnte auf der einen Seite seine Spielkonsole anstecken, auf der anderen Seite das Antennenkabel, und über den Schalter konnte man sich dann auswählen, welches Bild jetzt auf dem Fernsehgerät angezeigt wird. Und T-Mux und ein Terminal-Multiplexer macht im Prinzip nichts anderes. Ein Terminal-Multiplexer stellt mir in einem Fenster auf meinem Desktop mehrere Terminals am Server oder auf einer anderen Maschine zur Verfügung. Wir haben noch ganz viele Sitzplätze, setz dich einfach gemütlich her. Ich kann in so einem Terminal dann eben alles Mögliche machen. Ich habe mehrere Tabs, in denen ich verschiedene Fenster laufen lassen kann. Ich kann das Ganze auch im Hintergrund laufen lassen. Das heißt, wenn man so wie ich im Enterprise-Umfeld tätig ist, wo ein Install-Programm mehrere Stunden lang läuft, möchte man nicht eine SSH-Session zum Server aufmachen, den Installer starten, dann fährt man irgendwie im Zug oder so irgendwas. Also Mobilfunkverbindung ist in Deutschland ja auch nicht viel besser als in Österreich. Dann bricht mir diese Verbindung ab und damit habe ich keine Verbindung mehr zu meinem Install-Programm, das gelaufen ist und jetzt nicht mehr läuft. Das heißt, was ich mache, ist, ich starte mir meinen Terminal-Multiplexer, in dem starte ich mir meinen Install, und wenn ich jetzt die Verbindung verliere, baue ich sie einfach wieder neu auf, verbinde mich mit meinem Terminal-Multiplexer und der Install ist weitergelaufen und ich sehe, wo er jetzt gerade ist. Ich kann
das auch nutzen, um am Server oder halt auf meiner entfernten auf meinem entfernten System mehrere Programme gleichzeitig laufen zu lassen, zwischen denen ich hin und her schalten kann. Und ich kann auch eine Session mit anderen Personen sharen, also teilen. Das heißt, ich kann gemeinsam im selben Fenster arbeiten. Ich habe das auch schon bei verschiedensten Demos zusammen mit McLemmon benutzt. Wir haben dann zwei Laptops gehabt, haben die über Netzwerk verbunden. Er hat auf seinem Laptop getippt, ich habe auf meinem Laptop getippt und was wir beide getippt haben, wurde dann am Bildschirm oben angezeigt. Ich nutze Temux jetzt auch hier, um euch Temux zu zeigen. Also ich fahre jetzt auch hier Inception-mäßig Temux in Temux. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch gleich. Der Vorteil ist, ich habe hier eine Shell, in die ich hineinschauen kann, wenn ich tippe und schauen, ob ich mich vertippt habe, weil ich vertippe mich mindestens einmal. Und gleichzeitig habe ich eben ein zweites großes Fenster für euch da am Bildschirm und ich muss mich nicht dauernd so umdrehen und vom Mikrofon wegdrehen und das ist immer so fürchterlich, deswegen Temux im Temux, dann kann ich euch das zeigen. Temux ist, so, das ist so der provokante Teil, war so, warum Temux? Ich habe doch auch Screen und Temux ist wesentlich neuer, ist aus 2007, der Originalcode von Screen ist aus 1987. Ja, doch schon so alt. Also auch wahrscheinlich älter als so manche hier im Publikum. Mittlerweile wird aber Screen auch wieder weiterentwickelt. Also die Developer haben es auch geschafft, den Code schon wieder kaputt zu machen. Also es hat dann auf AX zum Beispiel eine Zeit lang nicht kompiliert, weil sie gemeint haben, so, ach, das brauchen wir doch alles nicht mehr. Temux ist normalerweise auch kleiner und schneller und verbraucht weniger Speicher und CPU. Ist leichter zu konfigurieren, meiner Meinung nach. Und ich kann das Ding auch komplett skripten. Ich zeige euch dann so ein paar Beispiele, wie man das Ding auch skripten kann. Screen hat ein paar Vorteile. Es läuft eben auch auf obskureren Maschinen wie AX, HPUX, Solaris, Solaris, wie auch immer. Und das ist das eine Ding, ich kann mich mit Screen auch über die serielle Schnittstelle verbinden. Das heißt, man kann Screen zum Beispiel benutzen, um sich mit seinem Raspberry Pi zu verbinden, was manchmal wirklich praktisch ist. Und ich habe im Screen auch mehr Kontrolle, wenn ich gemeinsam eine Session benutze, habe ich verschiedenste Access Controls, ACLs, über die ich kontrollieren kann, wer jetzt wie viele Rechte bekommt. Ich bin trotzdem, auch wenn Screen den einen oder anderen Vorteil hat, davon überzeugt, dass Temux eigentlich das Tool der Wahl ist und man das verwenden sollte. Ja, bitte. Frage, was ist mit Pyohu? Das ist ja ein Temux-Aufsatz. Warte Sekunde, wir machen das jetzt ordentlich für den Stream, du kriegst jetzt ein Mikrofon und dann wiederholst du deine Frage nochmal. Die Frage, was ist mit Pyohu? Also ich weiß nicht ganz genau, wie man es korrekt aussprechen soll, aber es ist ein Temux-Aufsatz, den ich persönlich hübscher finde. Ja, dann benutzt den doch. Es basiert auf Temux und damit ist es gut. Es gibt Temuxinator, es gibt verschiedenste andere Tools, die noch auf Temux aufsetzen und das Ding noch einmal verbessern und noch hübscher machen und noch einmal zusätzlich Features einbauen. Please do so. Also wenn der eine oder andere oder die eine oder andere nachdenkt und sagt, ja, ich schaue mir mal Temux an und ob das für mich passt oder ich bleibe weiter bei Screen, ist alles okay für mich. Mir geht es darum, einfach einmal auch was Neueres herzuzeigen als Screen. Einfach so Optionen zeigen. Mehr ist es nicht. Also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, jetzt irgendjemanden zwangshaft konvertieren zu wollen oder so irgendwie. Also ganz entspannt. So, das war übrigens eine Frage. Temux besteht aus einem Server und einem Client, das heißt, ich kann auf einen Server mich mit mehreren Clients verbinden und der Server kümmert sich darum, dass wenn ich die entsprechende Auswahl tätige, dann das entsprechende Fenster angezeigt wird. Der eine Nachteil dieses Setups ist, dass der Temux damit den Scrollback-Buffer meines Shell-Fensters kaputt mache. Das heißt, wenn ich jetzt in meinem Cinnamon-Desktop oder Gnome-Desktop oder Ubuntu-Desktop mein Shell-Fenster aufmache, also meine schwarze Konsole aufmache, habe ich ja üblicherweise so ein Scrollbar, wo ich dann zurückscrollen kann. Wenn ich Temux verwende, macht mir das im Prinzip kaputt. Es gibt aber dann die entsprechende Config, dass man, wenn man die Maus, quasi das Maus, das Scroll, die Scroll-Funktion mit der Maus betätigt, dass der Temux das abfängt und dann quasi seinen eigenen internen Scrollback-Buffer verwendet. Also das kriegt man auch hin, wenn man dann ein bisschen mit der Konfiguration spielt. Damit sind wir jetzt auch schon am Ende der Slides. Also ab jetzt ist das ganze Ding slidefrei und wir haben jetzt ab jetzt nur noch eine Konsole vor uns.
Mit inklusive aller Tippfehler, die ich jetzt tätige und aller Hänger, die ich habe, schauen wir mal, wie das funktioniert. So, das heißt, das sollte man jetzt sehen. Jawohl. Wir haben schon bestätigt, das wird auch hinten gut gesehen. Damit sind wir jetzt damit einmal aufgesetzt. Prinzipiell, Tmux hat eine Konfiguration, die liegt natürlich im Home-Verzeichnis und heißt .tmux.conf. Und da sollte man vielleicht ein Lester vorschreiben, dann würde man auch was sehen. Alles, was ich im User-Interface machen kann, kann ich mir auch in der Config zum Großteil schon vorsetzen. Das heißt, was ich hier jetzt mache, ist, ich zeige mir meine Statusbar an, wenn ich Tmux starte. Das ist quasi die erste Setup-Zeile. Die zweite Setup-Zeile sagt mir, dass ich meine Statuszeile oben haben will. Weil bei Präsentationen ist es meistens so, dass der Beamer unten nicht gut sichtbar ist. Da steht dann irgendwie der Vortragende davor oder so irgendwie. Deswegen Statuszeile nach oben, damit man sie besser sieht. Und dann noch ein bisschen Farbkonfigurations-Fu, damit man das auch über den Beamer und im Recording gut sieht. Schwarz auf weiß. Man kann das Ganze auch ganz, 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 ganz bunt haben. Candy Color, alles, was du möchtest, von Solarized oder was auch immer, jedes Farbschema, das einem gefällt. Und dann nach den Farben haben wir dann noch den Präfix. Das ist, damit steht und fällt Tmux. Ich kann Tmux eben über die Kommandozeile steuern, das heißt, ich kann einen Befehl über die ganz normale Linux-Kommandozeile, Tmux-Befehl über die Linux-Kommandozeile abgeben. Ich habe eine Tmux-Kommandozeile, die werde ich hauptsächlich benutzen, weil die dritte Option, das Ganze über Tastatur-Shortcuts zu bedienen, ist zwar im täglichen Betrieb die einzig wahre, also nein, das ist nicht richtig, aber die bevorzugte Methode. Das heißt, ich habe immer Präfix, Buchstabe für irgendein Kommando und diesen Präfix kann ich beliebig wählen. Und das Screen ist es Steuerung A und der Tmux defaultmäßig ist es Steuerung B. Ich habe am liebsten Steuerung Y, weil das liegt so auf der deutschen Tastatur links unten zusammen, ist sonst kaum irgendwo gemappt und funktioniert eigentlich ganz gut. Das heißt, ich sage dann immer Präfix C, um ein neues Window zum Beispiel erstellen. Das heißt, ich drücke Steuerung Y C. Das sieht man jetzt in der Demo natürlich nicht gut. Das heißt, ich werde alle Kommandos über die Tmux-Kommandozeile tätigen, damit ihr schön seht, was ich tue. Bitte immer im Kopf mitdenken, ja, das macht er jetzt, um es uns zu zeigen. Im täglichen Betrieb mache ich Steuerung Y, C, Steuerung Y, V, whatever, damit das eben schneller funktioniert. Gut, das wäre die Config von dem Ganzen. Der Aufruf ist eigentlich sehr trivial. Ich sage Tmux und wegen der Übersicht sage ich jetzt Tmux. Also ich mache jetzt hier auch wieder die lange Version von allen Befehlen, damit man eben schön sieht, was da abgeht. Das heißt, Tmux New macht mir eine neue Tmux-Session, eine neue Tmux-Server-Session und mit minus klein s gebe ich ihm auch gleich einen Namen für die Session mit, in dem Fall GPN18. Jetzt bin ich in meiner Tmux-Session, ich habe oben meine Statuszeile, schwarzer Hintergrund, weiße Schrift und links oben im Eck sieht man auch schön GPN18, der Name der Session, in der ich jetzt laufe. Jetzt kann ich diese Session auch wieder verlassen, indem ich eben sage Detach. Das ist jetzt eben die Tmux-Kommandozelle ganz oben, die man sieht. Tastatur-Shortcut dafür wäre jetzt eben Präfix Dora für Detach. Detach, schön aussprechen. Und jetzt bin ich aus meiner Tmux-Session ausgestiegen. Also nicht ausgestiegen, weil ich habe sie nicht beendet, ich habe sie nur verlassen. Das heißt, im Hintergrund rennt jetzt meine Session noch immer weiter. Und ich kann jetzt zum Beispiel eine zweite Tmux-Session starten. Ups. Das heißt, ich sage wieder Tmux New, diesmal nehme ich sie Demo 01 und wieder links oben meine Session. Jetzt weiß ich nicht mehr, jetzt habe ich vergessen, was habe ich denn da jetzt eigentlich alles auf dem Server laufen? Und kann wieder in meine Tmux-Kommandozeile gehen, das wäre übrigens Steuerung Doppelpunkt und jetzt sagen List Sessions. Jetzt zeigt er mir, aha, ich habe zwei Sessions, ich habe die Demo 1 und ich habe die GPN 18 und kann jetzt dann auch wieder, beziehungsweise auf der Kommandozelle sagen Tmux LS, bekomme auch die Liste der Sessions und kann jetzt dann mit Switch zwischen den Sessions hin und her wechseln, das heißt,
Ich bin jetzt in, mach mich nochmal raus. Ich bin jetzt in meiner Session Demo 01. Nun komm her. Und kann jetzt sagen switch-d in meine GPN 18 Session und bin jetzt wieder drüben in meiner Session GPN 18. Hurra! Auch hier wieder, ich kann wieder detach sagen, rausgehen und dann mit tmux attach. Das wäre dann eben der Befehl, um in die GPN 18 Session wieder zurückzukommen. Starten wir mal den Hardtop da drinnen, verlassen das Ganze noch einmal und wenn ich jetzt wieder hineinsteige, läuft das Hardtop noch immer. Das ist so mal die Basisfunktionalität vom tmux. Das heißt, ich kann im tmux mehrere Sessions haben. Innerhalb einer Session, man sieht schon auch oben, kann ich jetzt mehrere Fenster haben, mehrere Windows haben. Das heißt, ich habe hier mein Windows 0, mein Window 0, der fängt, wie es sich gehört, bei 0 zu zählen an. Und ich kann jetzt einfach sagen, Konsole, also neues Kommando, New Window, gehen wir mal nach New Window und habe ein neues aus. New Window und ich habe jetzt oben ein zweites Fenster. Man sieht, ich habe jetzt mein Fenster 0 mit Hardtop und mein Fenster 1, wo ich jetzt meine Konsole drinnen habe. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch wieder sagen, da kann ich jetzt noch ein bisschen mehr machen. Das heißt, ich kann sagen, New Window kann ein Target angeben, kann jetzt also auch sagen, in welcher Session ich das jetzt haben möchte. In dem Fall in der GPN 18 Session, da bin ich eh schon drinnen. Und ich möchte mit minus D dann auch noch gleich ein Programm mitstarten. Das heißt, er macht mir jetzt ein neues Fenster auf und startet mir da drinnen ein Programm. Man sieht, ganz rechts habe ich jetzt mein Fenster 2 offen und damit kann ich jetzt, dort läuft jetzt bereits mein Hardtop und wartet auf mich. Wie komme ich da jetzt hinüber? Indem ich eben Präfix 2 angebe, da gibt es leider jetzt nichts Hübsches zum Anschauen, und damit wechselt er mir dann, also über die Ziffern kann ich jeweils das entsprechende Fenster ansprechen. An und für sich ganz easy und einfach. Kann dann auch noch mit Präfix N und P für Next und Previous einfach durch die Fenster durchzyklen. Ich glaube, da machen wir es. Was kann ich noch? Hardtop? Ja, dann machen wir ein VI auf. Kann ich jetzt eben, danke. Manchmal, wenn man auf der Bühne steht, fehlt einem dann so das primitive, einfache. Kann ich jetzt einfach mit Next und Previous zwischen den Fenstern hin und her schalten. Also an und für sich recht trivial und einfach. So, gehen wir noch einmal ins Nuller-Fenster, wenn ich den Fokus richtig setzen würde. So, hi, so. Was man jetzt auch machen kann, ist, ich kann jetzt an jedes beliebige Tmux-Fenster Text schicken. Das heißt, ich bin jetzt hier, ich habe jetzt hier im Fenster 0 meinen VI offen, wechsle hinüber in mein Fenster 2, wo ich den Hardtop habe, den ich jetzt beende, und mein Fenster 1, wo ich keinen Hardtop habe, so, und kann jetzt hier sagen, tmux send keys, gebe dann mein Target an, das ist eben die Session GPN 18, mit dem Fenster 0, ne, wo der VI drinnen läuft, und kann dort jetzt irgendwas hinüberschicken. Hello GPN 18. Mache ich das einmal. Ja? Und wenn ich jetzt in mein Fenster hinüber wechsle, habe ich hier mein Hello GPN 18 stehen. Da geht jetzt mehr. Wenn ich jetzt hier nicht den VI offen hätte, würde das natürlich auf die Kommandozeile gehen. Das heißt, ich könnte dort jetzt auch ein RM hinschicken zum Beispiel. Also sollte man schon ein bisschen aufpassen, womit man sich da herumspielt, da kann man schon ein bisschen Schindluder machen. Ist aber unheimlich praktisch, wenn man dann tmux skripten will, weil man sich dann wirklich seine Session mit den ganzen Fenstern und allen Befehlen und so weiter schon komplett herrichten kann. Zeige ich dann auch gleich ein bisschen. Innerhalb so eines Fensters, mache ich mir jetzt noch einmal ein neues auf, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Innerhalb einer Session, also ich kann mehrere Sessions haben, innerhalb einer Session kann ich eine beliebige Anzahl an Fenstern haben. Innerhalb der Fenster kann ich dann wiederum beliebige Panes haben, Paneele, Panels. Das heißt, ich kann so ein Fenster splitten. Das heißt, ich kann so ein Fenster zum Beispiel, so, machen wir Quiz-Umfrage, split window minus h, das heißt, teile mir mein Fenster in zwei Teile auf, minus h heißt horizontal, das heißt, wie schaut es aus, wo habe ich jetzt meine,
wo habe ich jetzt meine zwei, so oder so? Links und rechts. Links und rechts. Ja. Yep. Links und rechts, hurra. Der dicke, fette Balken, den habe ich jetzt eingebaut, den brauche ich ein bisschen später. Das kann man sich eben konfigurieren, andere Farben, andere Dicke. Das ist der markiert mir mein aktuelles Panel. Und in den Panels kann ich jetzt dann beliebige Dinge tun. Ich kann dann auch in diesem Panel noch einmal ein Panel machen. Machen wir hier. Komm her. Was macht das? Das ist jetzt minus V, das heißt Vertical. Und mit minus P kann ich jetzt noch eine Größe angeben, und zwar in Percent, also in Prozent. Das heißt, er splittet mir das Ganze jetzt nochmal vertikal in 50-50 auf. Hm? Logisch. 50-50. Das kann ich da drüben jetzt natürlich auch machen. So, jetzt habe ich vier Panels. Da kann man jetzt schon ein bisschen Blödsinn machen. Wie navigiere ich da jetzt? Naja, auch wieder mit Präfix und O, beziehungsweise, ups, da haben wir uns vertippt. Da. Mit Präfix O hüpfe ich zwischen den, und Präfix Q, sowas, kriege ich dann auch noch die Anzeige, welches Panel jetzt welches ist. Weil ich kann auch hier wieder Kommandos an ein bestimmtes Panel schicken. Also ich kann in einer Session, in ein Window, an ein Panel auch wieder einen Text schicken. Das heißt, ich kann mir jetzt ein Panel machen, wo ich, zeige ich dann auch gleich her, unten mein Syslog laufen habe, oben mein Hardtop laufen habe und dann noch ein Fenster habe, wo ich Kommandos eingeben kann. Was bei mir, ich habe dann öfter mit mehreren Logfiles und so zu tun, durchaus praktisch ist. Wir haben noch ganz viele Sitzplätze, ihr braucht es auch nicht an der Wand stehen, wenn ihr euch lieber hinsetzen wollt. Ich kann dann natürlich auch anfangen, die Panels durchzusortieren. Das heißt, wenn mir ein Panel jetzt an der falschen Stelle ist, kann ich das hin und her swappen, wie ich möchte, und das an die richtige Stelle bringen, wie ich will. Ich kann natürlich auch die Panels jetzt dann vergrößern und verkleinern. Das heißt, wenn ich jetzt drauf komme, das ist mir irgendwie zu klein, das eine Panel, Präfix-Steuerung gedrückt halten und mit den No. Ja. Präfix und dann Steuerung gedrückt halten und die Cursor-Tasten, dann kann ich anfangen, die Panel-Grenzen zu verschieben. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt genauer wissen, was in dem Panel abgeht, kann ich auch hineinzoomen. Das heißt, ich sage auch wieder Präfix Z für Zoom und dann bin ich in diesem einen Panel drinnen, quasi so hineingezoomt. Zeigt er mir auch an, wenn ihr schaut, rechts oben steht neben dem Tmux ein Z. Das heißt, ich bin jetzt hier hineingezoomt. Noch einmal Steuerung YZ, ich bin wieder heraußen. Auch sehr praktisch und handy, wenn man nette Sachen machen möchte. So, gehen wir noch einmal in mein Panel 0 zurück. Gut. Ja, wie generiert man Zufallszahlen, indem man versucht, aus dem VI auszusteigen? Ich mache mir da jetzt noch mal einen, nein, das war genau der verkehrte, diesen hier. Ich bin jetzt in meiner Session 0, das ist mein Panel, also mein Fenster 0, mein 0, 0 und 0, 1. Ne? Also in meinem Window 0 habe ich mein Panel 0 und mein Panel 1. Und jetzt möchte ich gern das zweite Panel herüberholen. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, komm her, Join Pane, das heißt, hol mir mein Panel herüber, und zwar von wo? Aus meiner Session GPN 18, aus meinem Fenster 0, das erste Panel. Deswegen, machen wir dann nochmal raus. Ja, deswegen brauche ich immer die Nummern, welches Panel welche Nummer hat. Das heißt, ich hole mir jetzt von hier das Panel 1, also das rechte, das was mit 01 beschriftet ist. Hier rüber. Join Pane. Ich bin in einem leeren Fenster und hole mir jetzt das Pane da herüber. Das heißt, ich kann mir jetzt auch die Panes zwischen Sessions, zwischen Fenstern hin und her holen, wie ich es brauche, wie ich es möchte, wie es mir jetzt gerade lieb ist. Und wenn ich jetzt zurück in mein Fenster 0 gehe, sehe ich eben, ich habe nur noch das eine Pane.
kann aber jetzt auch wieder sagen, das war jetzt falsch. So, kann jetzt hier auch wieder sagen, Joint Pain, das heißt, hol mir von dem anderen Fenster die Pain wieder herüber. Das Problem, das ich jetzt da sehe, ist so, ich hatte sie vorher ja so nebeneinander, jetzt sind sie untereinander. Ich komme immer mit horizontal und vertikal durcheinander. Was irgendwie unhübsch ist, ich hätte es gern wieder vertikal. Da bietet mir Temux ein nettes Feature, das nennt sich Layout. Das heißt, ich habe vorgegebene Layouts für Panels bereits und kann mir auch eigene Layouts definieren. Das heißt, ich kann jetzt mit Präfix Space zwischen den Layouts hin und her schalten. Das heißt, Layout 0 wäre quasi, horizontal, gleichmäßig aufgeteilt, jetzt eben vertikal aufgeteilt und dann switcht er mir zwischen den verschiedenen Layouts hin und her. Das wäre jetzt dann das Richtige, das ich haben möchte. Da kann ich mir auch eigene Layouts definieren. Also wenn ich immer mit denselben, wenn ich immer mit denselben Aufteilungen der Panes arbeite, kann ich mir da auch ein Layout selber erstellen, mit dem, dass er mir dann immer automatisch aufmacht. Hätten wir da ein Mikrofon für den jungen Mann? Und nehmen gleich ein... Das bedeutet, wenn du jeweils horizontal und vertikal vier Panes offen hast, dass wenn du auf einen gewissen Knopf drückst und das Layout umwälzt, dass die zum Beispiel auch alle vier dann vertikal oder alle vier horizontal. Genau. Nur mit einem Button Press. Genau. What the fuck? Ja. Okay. Ja, da geht also du drückst zum Beispiel Präfix Alt und die Ziffer definiert, springst du direkt dein Layout an. Also ich habe jetzt mit Präfix Space zwischen einfach durchgesackelt. Du kannst aber mit Präfix Alt Ziffer auch direkt ansprechen, deine Layouts. Eine Frage da hinten auch noch. Bist du es lieb, gibst du dann auch gleich? Wir haben ja jetzt ein Panel von einem Fenster auf ein anderes gezogen. Kann ich auch ein Panel auf mehreren Fenstern gleichzeitig anzeigen lassen oder geht das nicht? Ein Panel auf mehreren Fenstern gleichzeitig geht nicht, nein. Ah, schade. Leider nein. Wäre aber ein schöner Feature-Request, ja. Weil es geht, genau. Warum? Aber man kann ja eigentlich Sessions multiplexen. So. Das Ganze lässt sich natürlich jetzt auch, wie ich schon gesagt habe, skripten. Das heißt, wenn ich jetzt da auf mein script.txt gehe, dann habe ich jetzt hier drinnen den Befehl rename-window, den habe ich vorhin geskippt, der benennt mir eben das aktuelle Temux-Fenster um. Ich habe dann eben meine Temux-Befehle, teile mir das Fenster so auf, teile mir das Fenster so auf, starte mir da drinnen ein tail of syslog und starte mir in dem anderen Panel ein hardtop. Das ist jetzt wirklich nur Beispiel, ja? Einfach damit man was sieht. Ihr könnt euch selber vorstellen, was man damit machen kann. Das Ganze kann ich mir jetzt dann auch sourcen. Und man sieht, also ich habe jetzt hier unten mein Syslog laufen, ich habe rechts oben mein Hardtop laufen und ich habe links im Eck meine Konsole laufen. Und wie gesagt, ich kann dann eben hineinzoomen, kann wieder rauszoomen, kann zum Hardtop rübergehen, ich möchte mehr vom Hardtop sehen, hineinzoomen, hinauszoomen. Da kann man sich dann beliebig spielen. Wer morgen in meinen modernen Kommandozeilen-Tool-Workshop kommt, dort habe ich ein Skript, das mir alle Demos, die ich dort verwende, fertig vorbereitet. Er baut mir eine Temux-Session auf mit 10 Fenstern. In den 10 Fenstern sind schon die Kommandos, die ich herzeigen will, eingegeben. Ich brauche nur noch Enter drücken und kann das Ding herzeigen. Das ist wirklich, wirklich, wirklich super praktisch. Also Temux ist super, wenn man sich einmal ein bisschen damit beschäftigt. So, machen wir noch ein lustiges Beispiel. Ich habe jetzt hier ein neues Fenster aufgemacht. Ich splitte mir das Fenster in horizontal mit in 75% und 35%. So, das heißt, links ein kleines Fenster, rechts ein Zweidrittelfenster. Die rechte Pane, wo ich jetzt drinnen bin, splitte ich mir noch einmal. Splitte ich mir noch einmal in 50-50.
Das heißt, ich habe jetzt hier drei schöne Spalten aufgeteilt. Ich wechsle jetzt da zum Beispiel nach /etc. Ich wechsle da nach CD. Das CD bräuchte ich eigentlich nicht, weil ich verwende jetzt Zshell-Opt. Und ich wechsle da nach /var. So, auch noch nicht wahnsinnig aufregend, aber jetzt kommt es gleich. Jetzt gibt es nämlich einen ganz schönen Befehl, der nennt sich Sync. Man sollte den Linefeed nicht mitkopieren, dann sieht man auch was. So, Synchronize Panes, das heißt, alles, was ich in ein Pane, in ein Panel eingebe, wird automatisch auch auf die anderen Panels geschickt. Ja, das heißt, ich setze das jetzt für dieses Fenster und wenn ich jetzt hier ein LS mache, wird das in allen drei Panels ausgeführt. In jedem dieser Panels könnte jetzt zum Beispiel eine SSH-Session wohin laufen und ich könnte in allen drei SSH-Sessions dasselbe Kommando abschicken. Ich sage immer, with great power comes great responsibility. Also, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, aber das ist auch so ein Feature von Temux, das nicht, nicht so unlustig ist. Die Frage, die jetzt bei den, ich habe das Ding jetzt, diesen Vortrag jetzt schon ein paar Mal gehalten, ich weiß nicht, warum ich heute so herumstammel. Die Frage, die dann immer kommt, ist, kann ich jetzt den Text hier irgendwie vernünftig kopieren? Weil das Problem, das ich habe, ist, wenn ich jetzt da mit der Maus rübergehe, jetzt muss ich wirklich einmal diesen Kopfverdreher machen und jetzt hier mit der Maus zum Beispiel den Text hier kopieren möchte, dann kopiert er mal schlecht, ne? Weil eigentlich will ich nur das in der mittleren Spalte haben, aber mit der Maus funktioniert das nicht so wirklich. Das Schöne ist, das geht, machen wir das, wo habe ich es da? Das geht an und für sich. Wo bin ich denn da jetzt? Da. Das geht, nur muss ich dazu das Temux Copy und Paste verwenden. Das ist jetzt defaultmäßig auf einer deutschen Tastatur eher so die Fingerbrechkombination. Das Schöne am Temux ist, ich kann mir das alles umkonfigurieren. Auch dieses Split Pane, also dieses Aufteilen des Fensters, das ist defaultmäßig auf Anführungszeichen und Prozent gelegt. Das heißt, was ich mache, ich lege mir das auf Pipe, auf Steuerung Y Pipe und Steuerung Y Minus oder so irgendwie, weil dann kann man auch so mit dem Hirn und der Zuordnung irgendwie besser umgehen. Das heißt, ich kann jetzt hier ich bin jetzt mit meinem Fokus im mittleren Fenster, kann jetzt hier mit Steuerung Y eckige Klammer auf. Ich sage, es ist auf der deutschen Tastatur eher bescheiden, in den Scrollback-Modus fahren. Das heißt, ich kann jetzt hier mit der Maustaste in meinem Temux-Fenster hinauf und hinunter scrollen, damit wir das auch einmal hergezeigt haben. Und ich kann jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel hierher gehe, weil ich möchte das zum Beispiel haben, mit Control-Space quasi den Markiermodus aktivieren. Und jetzt sieht man schon, also ich kann jetzt hier mit der Maus rauf und runter fahren und mir beliebigen Text kopieren. Nein, so schlimm ist nicht. Also Steuerung-Space zum Aktivieren und dann Alt-W zum Auswählen. Und jetzt kann ich hinübergehen in meinen VI und sage jetzt eben Steuerung Y eckige Klammer zu. Und also das eckige Klammer zu würde ich mir dann irgendwie vielleicht woanders hinmappen. Also ich bin jetzt da halt eben auf dem Standard-Layout geblieben, um jetzt da nicht noch mehr für mehr Verwirrung zu sorgen. Also ich kann auch hier wirklich einen Text aus einer Spalte, aus einem Panel herauskopieren, ohne jetzt mit der Maus mühsam dann wieder alles herauskalabüsern zu müssen. Das letzte, was ich hier zeigen möchte, ich bin halt so super in der Zeit, das ist ein Wahnsinn. Ich habe eine Frage! Hurra! Zeit schinden. Versorgst du den Kollegen? Also ihr seht schon, vorne sitzen hat Vorteile, da kommt man schneller an
meiner Schnitten. Bitte. Zur Frage. Ah. Man kann mich hören. Spezifisch zu dieser etwas, zwar unkonfigurierbaren, aber etwas mühseligen Kopierangelegenheit, gibt es auch eine Möglichkeit, meinetwegen den aktuellen Scrollback bis für ein paar Zeilen einfach als Buffer in einem Texteditor zu öffnen oder ähnliches, wenn T-Max ja schon den Scrollback für mich managt? Vermutlich ja, ich habe es noch nicht herausgefunden. Okay. Wenn du es herausfindest, mach einen T-Mux für fortgeschrittene Talk nächstes Jahr auf der GPN oder auf der Winter-GPN. Danke. Würde ich mich sehr freuen. Ich wäre froh, wenn ich einmal was lernen, wenn ich einmal nicht vorne stehen, sondern drinnen sitzen und was Neues lernen könnte. Wäre wirklich super. Macht mehr Talks. Du hast aber schon Schnitten bekommen. Das macht gar nichts. Der Bauch kommt nicht von ungefähr. In welchem Terminal hast du das jetzt gerade laufen? Beziehungsweise was bringt Mint, was du hier fährst, gerade als Default-Terminal mit? Ist das, das ist das ganz normale du fragst mich da Dinge. Lass mich weil rein theoretisch könnte ich doch auch in einem zum Beispiel Terminator T-Mux-Sessions starten, um dann Hotkey-technisch totale Verwirrung zu stiften. Ja. Also, das hier ist jetzt einmal ein normales GNOME-Terminal. Ich habe gerade nachgeschaut. Ich kann jetzt T-Mux, danke für die Frage, die ist nämlich durchaus relevant. Also, ich hoffe, ich habe sie so richtig verstanden. Ich kann T-Mux sowohl lokal fahren in meinem lokalen GNOME-Terminal auf meinem Laptop, aber auch auf den Kisten, wo du hin willst. Genau. Aber auch am Server. Das heißt, ich kann jetzt in meiner GNOME-Session eine SSH-Session zu meinem Server machen und dort auch T-Mux starten. Und dann ist die Frage, welcher T-Mux hört jetzt auf meinen Präfix? Das ist gelöst. Nimmst du da einfach verschiedene Hotkeys als Starter-Points? Oder? Das ist jetzt Geschmackssache. Ich frage ja jemanden, der das in Produktion benutzt. Da komme ich jetzt gleich dazu, wie ich das jetzt hier lokal gemacht habe, um das eben mit dem T-Mux im T-Mux herzuzeigen. Üblicherweise, ich mache mir unterschiedliche Präfixe. Also ich mache Steuerung B für am Server und Steuerung Y für lokal. Üblicherweise beim T-Mux ist es so, Steuerung YY geht auf das am Server, Steuerung Y geht auf das am Client. Also du multiplizierst einfach die Anzahl der Präfixe. Du kannst jetzt natürlich auch SSH-Session zu einem T-Mux und im T-Mux noch einmal eine SSH-Session zu einem anderen Server machen und dort auch wieder einen T-Mux starten. Like to live dangerously. Ja, ja. Um den T-Mux dann anzusprechen, ist es Präfix YYY und dann C für neues Fenster oder was auch immer. Okay. Auf einem handelsüblichen Server, den man so auf Production verwendet, wie heftig ist da die Dependency Chain, um dort ein T-Mux ist das also einfach irgendein C, wo ein, zwei Lips dahinter hängen, oder ist das irgendwie so ein fettes Python, wo ich 400 Pip? Also zum einen kommt es jetzt, also bei Red Hat 7, wenn du jetzt Enterprise Linux bist, beim Red Hat 7 ist es mittlerweile drinnen, beim 6er war es noch nicht drinnen. Und es ist im Prinzip ein Configure und Make mit ganz wenig Abhängigkeiten. Also selbst kompilieren ist nicht die große Tragödie. Ich habe den Talk das erste Mal gehalten auf der Easterhack 2016 zusammen mit McLemmon. Und da haben wir das Ganze laufen lassen auf einem Hannah Montana Linux, was ein SUSE aus dem Jahre 2005 war mit Candy Color Scheme und allem Pipapo. Dort habe ich das Ding selber kompiliert und war nach 15 Minuten fertig mit Abhängigkeiten suchen und allem. Das heißt, also auch die Abhängigkeiten, die da dahinter hängen, sind nicht so recent, dass man... Nein, überhaupt nicht. Also ich musste zwei Libraries noch dazu kompilieren, das war im Prinzip nichts. Dankeschön. Also du kannst auch, ein Fat Binary machen, also quasi ein Static Link, das ist nicht die Tragödie. Du wolltest noch was? Gut. Ja, ich sehe gerade, es kommen gerade irgendwie sehr viele Fragen. Bist du gleich fertig? Ich hätte noch zwei Punkte, aber ich weiß nicht. Machst du sofort Fragen oder? Dann lass mich noch kurz, wenn es ums T-Mux geht, lass mich noch kurz die Config herzeigen, wie ich das jetzt hier mache. Und dann
Okay. Dann machen wir das, wenn das für euch okay ist. Ja, passt, gut. So, das heißt, wie mache ich jetzt dieses Tmux? Das heißt, ich drehe hier mal den Fullscreen ab, so, weil dann kann ich das jetzt herzeigen. Ich habe nämlich auf meinem Laptop dieses Fenster hier laufen und alles, was ich da tippe, ich hoffe, man sieht das jetzt ein bisschen, passiert eben in beiden Fenstern. Weil ich eben ein Tmux im Tmux laufen habe, das wie folgt ausschaut. Ich hab's, ja. Das heißt, ich habe mir zuvor einen Tmux gestartet, der auf, wie man hier sieht, Steuerung B konfiguriert ist, das war deine Frage, damit ich eben nicht immer bei jedem Demo... Und ich habe bei dem Tmux eben die Statuszeile abgedreht, damit man eben nicht sieht, dass er überhaupt da ist. Ich könnte jetzt natürlich, wenn ich jetzt ganz mutig bin... Die zweite Statuszeile nach unten legen. Ja, die liegt defaultmäßig nach unten. Das heißt, Steuerung B, Doppelpunkt, die man jetzt nicht genau nicht sieht, weil da drüben... so, jetzt... Nochmal. Achso, nein, die könnt ihr nicht sehen. Hey. Ja? Machen wir es nochmal so. Ich habe hier, das ist jetzt leider sehr kleines. So, geht doch. Ich habe jetzt hier unten Steuerung B gedrückt. Jetzt haben, komm her. Das ist genau das, was ich mit dem Setup vermeiden möchte. Und kann jetzt hier sagen, G-Status on. Und jetzt sieht man, ich habe hier unten auch nochmal eine Tmux-Session laufen, die mir eben alles das tut. Ah, jetzt sieht man es auf dem Großen auch, passt. So, komm her da. Ach, ist das jetzt groß da. Das heißt, ich habe jetzt hier einerseits von meiner ersten Tmux-Session die Statuszeile unten, von der, die ich jetzt für euch gestartet habe, von der GPN 18, die habe ich da oben. Und das Ganze mache ich dann immer noch, indem ich einfach den Tmux, so komm her da. Das heißt, ich starte mir einen Tmux mit dieser HiddenConf, also das wäre eigentlich die tmux.tmux.hiddenconf, genau. Und ich gebe ihm hier noch einen Socket mit an. Das heißt, der Socket, das ist eben das, worauf sich dann mehrere Sessions verbinden können. Das ist das Setup, das ich eben habe, wenn ich zusammen mit McLemmon präsentiere, weil der hat dann eben auch eine Konsole auf seinem Laptop und kann dann auch in der Session da hineintippen, was unglaublich lustig ist, wenn dann halt der eine redet, der andere tippt, dann kann man sich abwechseln. Das ist für Demonstrationen und so weiter wirklich, wirklich praktisch. Statt Pixelflut sehen live. Ja, kannst auch gerne Pixelflut dann. Nein. Ja. So, also das wäre die Hidden Config. Habe ich damit deine Frage schon beantwortet oder noch nicht? Weil dann könnten wir da kurz ein Mikro zu dem Kollegen hinten haben. Weil dann nehme ich das jetzt mit, bevor ich das Ende mache. Test 1. Nie aufs Mikrofon draufklopfen. Nie. Einfach hineinreden. Die Soundleute drehen dich auf. Gut, bitte. Die Frage, die ich jetzt habe, ist halt, wenn ich jetzt, du hast gesagt, wenn ich mehrere Tmux-Sessions ineinander habe, kann ich mit Präfix zum Beispiel Steuerung Y, so weit durch, wie ich mag. Was ist jetzt, wenn der Präfix auf eine Taste liegt, die auch eine Funktion gebunden hat, wie C für Create Window? Ja, dann hast du Spaß. Es gibt so ein paar Tastaturkürzel, die du halt nicht mappen solltest, aber das solltest du selber wissen, was... Wenn das Betriebssystem das abfängt, bevor es überhaupt an den Tmux kommt, dann kannst du deinen Präfix auf was auch immer mappen, es wird nicht funktionieren. Ist so. Also wer auch immer gewinnt, wenn du jetzt Ctrl-V nimmst. Nee, also es ging mir eher um das Create Window innerhalb vom Tmux, weil du hast ja vorhin gemeint, das liegt auf C. Das ist C, ja. Aber du musst zuerst den Präfix. Du schickst quasi mit dem Präfix den Tmux in den, Achtung, jetzt kommt ein Kommandomodus und dann drückst du eben C, D, F, whatever. Ja, aber wenn ich jetzt, angenommen, ich habe jetzt drei Tmuxe, habe das Präfix auf Steuerung C und will jetzt in dem zweiten mit C ein Window createn, dann mache ich ja Steuerung C,
C und dann C für Window Creating, genau. Aber dann will ich ja eigentlich im dritten landen. Nein, weil der Präfix ja Steuerung und irgendwas ist. Ach so, so rum. Ja, nein, das solltest du nicht. Du solltest es nicht auf C legen, ja? Dankeschön. Ja, jetzt habe ich ein bisschen gebraucht, ja. So, damit bin ich nämlich dann eigentlich auch schon fast durch, weil was es nämlich auch noch gibt, ist, kommt da mal raus, Präfix T zeigt mir nämlich an, wie spät es ist. zeigt mir an, ich habe genau 45 Minuten gebraucht, das heißt, ich hab wieder mal eine Punktlandung geschafft, was mich sehr freut. Bin damit mit meinem Vortragsprogramm durch, nehme aber jetzt noch gern Fragen entgegen und sage schon auf jeden Fall mal Danke für die Aufmerksamkeit. Und stellt noch Fragen, ich habe noch Mannerschnitten, du kriegst noch eine. Könnt ihr die ohne Verlust nach hinten? Ich werfe die so um, ja. So, bitte, wer auch immer, ich habe jetzt nicht aufgepasst, wer zuerst dran war. Ja, gerne. Gibt es denn eine Möglichkeit, eine entfernte TMUX-Session quasi so in den lokalen TMUX zu integrieren, dass das transparent ist? Also ich meine, ich habe ja sonst immer diese doppelte Statusbar und so. Ja, das ist so, wie ich es jetzt gemacht habe, indem du die Statusbar, indem du die Config-Files so anpasst, dass die Statuszeile nicht angezeigt wird, der Präfix auf einem anderen Buchstaben liegt. Aber naja, aber schön wäre halt der Fall, wenn ich lokal zum Beispiel wenn ich eine entfernte TMUX-Session habe und da zwei Windows, kriege ich die beide in meine lokale Statusbar? Na, die Status, wo läuft der TMUX? Remote oder lokal? Beides. Dann hast du zwei Statuszeilen, da kommst du nicht drum rum. Ich wäre alle Mannerschnitten los, ja. Also, ja. Warum tue ich nicht einfach einen Tiling Window Manager nehmen, mir das Splitten von TMUX ersparen, weil das hört sich gerade mit dem Copy-Pasten und Selektieren alles ein bisschen wonky an. Und nein, es ist... Tiling Window Manager, das ist so wie das ist, ich diskutiere nicht über Window Manager. Wenn du mit einem Tiling Window Manager glücklich bist, dann verwende ihn bitte. Und wenn du einen Tiling Window Manager mit TMUX kombinieren willst und im TMUX dann noch einen VI mit mehreren Tabs und Panels laufen lassen willst, ausgezeichnet. Ich würde gerne einen Talk von dir nächstes Jahr sehen, wo du genau das herzeigst, weil das wäre unglaublich geil. Seid ihr wieder so lieb? Könnt ihr das nach hinten durch? Wie gesagt, werfen ist nicht so meine Stärke. Wie gesagt, ich möchte nur Optionen aufzeigen und Möglichkeiten aufzeigen, wie ihr euer Arbeiten selbst gestaltet. Kleiner Kommentar gerade dazu. Einmal, Nachteil von einem Tiling Window Manager an der Stelle wäre, wenn man das bei Server-Administration macht, auf Headless-Servern, wo man nicht drauf VNC'en möchte, um Tiling Window Manager auf dem Server zu nutzen. Und nicht mehr. Ich verstehe jetzt das Problem. Wir sprechen von Servern. Server haben keine Window Manager. Ja, deswegen ja. Die laufen ja headless. Ja. Deswegen bietet sich da die Möglichkeit gar nicht erst an. Ja, aber mit einem Tiling Window Manager macht er einfach mehrere SSH-Sessions und die macht ihn dann halt gleich hübsch hin. Aber wie gesagt, das Frage, die ich noch hatte. Ja. Die Statusbar, lässt die sich auch so, ich sag mal, statuszeilenmäßig sehr anpassen? Also ist die auch hoch konfigurierbar, ähnlich wie die Tastenkürzel oder eher nicht? Kannst du die Frage noch etwas länger formulieren? Dann hätte ich dann noch... ja, also prinzipiell ja, das Ding ist hochkonfigurierbar, du kannst dir Emojis hineinbauen, du kannst dir den CPU-Status, die CPU-Auslastung hinein, den Batteriestatus hinein, das aktuelle Wetter hinein. Wenn du morgen in meine modernen Kommandozeilen-Tools-Talk kommst, zeige ich das und noch ein paar andere Dinge her. Und wenn ich parallel zum Reden auch noch tippen kann. Ja. Minus F, TMUX, Compact. Das Ding da oben ist ja nichts anderes. Na, das kriege ich jetzt auf die Schnelle nicht hin.
wenn du komm nachher noch mal zu mir. Ich hab ein Ding, das ist komplett solarized, das ist mit Custom-Grafiken, auch mit so hübschen Eckerln drinnen. Also ich habe das in meinem Normal-Ding anders hergerichtet. Und das ist jetzt wirklich für die Demo wirklich Strip-Down, Basics. Es gibt für Temux dann auch noch verschiedenste Erweiterungen und Plugins. Also ich fahre normalerweise eben ein Plugin-System, wo ich eben, der mir das eben schon schön herrichtet. Also da kann man sich ganz, ganz viel spielen. Es war wirklich auch jetzt nur als Appetizer, als Impuls gedacht, um eben zu sagen, schaut es euch mal an, da gibt's noch ganz, ganz viele Dinge, die man tun kann. Wobei es mich jetzt wirklich wundert, warum das nicht geht. Gut, gibt es währenddessen noch mehr Fragen? Ich meine, wir haben jetzt schon enorm viel Fragen. Ich mag das, ich mag das, wenn das so interaktiv ist, ist viel lustiger. Schlafen die Leute auch nicht ein. Wer einschlafen? Also jetzt reinbringen, weil so. Und ich meine, er hat es ja auch gerade schon gesagt, er ist nachher noch hier, ihr könnt dann einfach auch noch direkt zu ihm kommen. Wenn es jetzt gerade keine Fragen für alle mehr gibt, dann danke ich nochmal vielmals. Dann wäre ich nämlich mein letztes Mana-Backer los. Meine Frage ist, was passiert mit den letzten Mana-Waffen? Danke. Ja, so mag ich das. Dankeschön. Danke.